Die Menschheit ist in ihrer technischen Entwicklung weit fortgeschritten. Täglich wird es schwerer, Tiere ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Doch es gibt noch Helden auf dem Planeten, die Zoobesitzer. Wir geben unser Bestes, um die Harmonie zwischen der Natur und der Menschheit wiederherzustellen. Unsere Wissenschaftler haben eine einzigartige Zuchttechnologie entwickelt. Okay, die in der Lage ist, unzählige Tierarten zu bewahren. Unser Hauptziel lautet, die biologische Vielfalt der Natur zu beschützen. Bist du bereit, diese schwierige Mission mit uns in Angriff zu nehmen? Oh ja! Wir heißen dich unter den Zoobesitzern willkommen. Du wirst bestimmt sehr erfolgreich sein. Ja, dann nehmen wir doch hier mal die Nutzungsbedingungen an. Ja, da geht es los, nachdem wir uns hier mit Google eingeloggt haben. So, da bist du ja endlich. Ohne dich sind wir völlig überfordert. Ja, Mensch, Herrgott, noch eins. Da startet ja hier gleich mit so viel Informationen und Text. Ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zum Angezockt von ZooCraft. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Ich habe mich ein klitzekleines bisschen spoilern lassen, aber so eher hintenrum, sodass ich jetzt nicht ganz genau weiß, wie es von Anfang an hier läuft. Und bin da genauso gespannt, wie hoffentlich ihr auch. Und dann legen wir doch mal weiter los. Was möchte der Leo uns denn sonst noch mitteilen? Ja, ich heiße Leo und wurde dir als persönlicher Assistent zugeteilt. Ganz bestimmt wirst du diesen Zoo fantastisch gestalten. Wir brauchen ein Gehege, in dem unser erstes Tier einzieht. Wir sollten gleich eins bauen. Tippe auf den Button, um den Shop zu öffnen. Nur das kriegen wir doch hin. Ein Gehege sollen wir uns aussuchen. Ach, du liebes Bisschen. Ja? Hurra! Unser erster Schützling kann einziehen. Wir holen die meisten Tiere aus Naturreservaten. Deswegen ist es äußerst wichtig, sie möglichst gut und natürlich mit Liebe zu behandeln. Genauso wie jedes andere Lebewesen. Seltenere Spezies erhalten wir durch einen einzigartigen Prozess in unserem Labor, das bald zur Eröffnung bereitsteht. Warte mal, ich mache mal für euch, glaube ich, die Musik ein bisschen leiser, oder? Alter Schwede! Gewöhnliche Tiere findest du im Shop. Tippe darauf, um ihn zu öffnen. Womit wollen wir anfangen? Mit einem Biber? Tippe auf ein Tier, das du gerne in deinen Zoo bringen würdest. Ich frage mich, welches es sein wird. Ich würde sagen, wir nehmen den Biber. Jo, also der bringt uns 5 Taler, kostet 45. Nun ja, ja. Oh, ich habe eine Schwäche für Biber. Woher weißt du das bloß? Es gibt immer noch so viel für uns zu tun. Ich werde die Aufgaben unserer Liste hinzufügen, damit du sie nicht verpasst. Sehen wir sie uns mal an. Okay. Machen wir. Baue ein Gehege. Jedes neue Tier. Ja, noch eins. Okay. Passt das so? Du machst das großartig. Hol dir jetzt deine Belohnung für die abgeschlossene Aufgabe. Ja, macht sie. 50 Monetos. Sehr gut. Ich bin mir sicher, dass es unserem neuen Schützling hier gefällt. Gut, dann gucken wir mal. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal Schildi Schildkröte. Komm. Schau mal, wie glücklich die Tiere in deinem Zoo sind. Hol dir schnell deine Belohnung. Okay, machen wir. Ach so, Stufe 2, alles klar. Was habe ich denn hier gekriegt? Was bist denn du? Also, Talerchen und Talerchen und was bist du? Holen. Ich freue mich so sehr für dich. Mit jeder neuen Stufe schaltest du weitere Funktionen für den Zoo frei und dadurch sind die Reservate bereit, dir noch mehr Tiere anzuvertrauen. Schließe Aufgaben im Zoo ab, um Erfahrungspunkte zu verdienen. Erfahrung hilft dir dabei, die Stufen aufzusteigen. Ach nee, echt? Okay, beginne mit Experimenten. Na, das hört sich ja eigentlich nicht so gut an, wenn ich ehrlich bin.
Ja, wir könnten jetzt Experimente im Labor durchführen. Das ist Anna, unsere wunderbare Wissenschaftlerin. Hallo, freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe mich schon lange darauf gefreut. Leo ist so eine Plaudertasche. Anna, ich habe die Ausrüstung für unser erstes Experiment zusammengestellt. Legen wir los. Pass aber auf, die Tiere sind der größte Schatz unseres Zoos. Okay. Ich weiß gerade nicht, ob ich mich hier so wohl fühle. Okay, einen Biber sollen wir jetzt mit einer Schildkröte kreuzen? Tippe hier, um das Experiment zu starten. Ich frage mich, was dabei herauskommt. Und keine Sorge, das ist total ungefährlich für die Tiere. Denn das will ich ja wohl schwer hoffen. Abschließen gratis. Ah, und hier kann ich ein Video gucken, oder wie? Alles klar. Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Nein, komm, wir nehmen da. Ja, was bist denn du? Wie geil ist das? Ein Faultier. Sieht ja lustig aus. Ja, umsiedeln. Es sind keine Gehege. Gehege kaufen. Ja, unbedingt. Ich habe keinen Platz. Können wir das vielleicht. Hallo? Ich wollte das ge. Na, okay. Dann setze ich das eben nicht um. Du machst Fortschritte, aber irgendwie habe ich das Gefühl, als hätte ich was Wichtiges vergessen. Leo, du hast das Wichtigste vergessen. Die Zootore sind immer noch geschlossen. Oh, ja, das sollten wir sofort in Ordnung bringen. Oh, herzlich willkommen. Der Zoo wurde endlich eröffnet. Bald wird er mit fröhlichen Besuchern gefüllt sein. Hurra! Okay. Gib mir dein Geld. Hey. Hallo, guten Tag. Sag mal, ich wollte eigentlich das hier nicht so alles aneinander haben. Kann man das? Ja, kann man. Oh, ja, alles klar. Vielleicht hier so gleich zum Anfang. Was wollen wir denn am Anfang? Hier Schildkröte vielleicht? Ey, gehen Sie bitte auf den vorgesehenen Wegen. Ich weiß, hier gibt es keine Wege, aber macht ja nichts. Ein Besucher sucht nach einem Gebäude in deinem Zoo. Hilf ihm bei seiner Suche. Ach ja, okay. Er möchte einen Biber. Hier. Ja, das ist schön für euch. So, was möchtest denn du? Kasse Stufe 1. Abschließen? Nö. Hä? Nix da. Wir schließen hier mal gar nichts ab. Nee, nee, nee. So einfach ist das nicht. So, dann zoomen wir ja mal so ein bisschen raus. Was bist denn du? Ozeanarium. Was? Welche Stufe? 32. Was bist du? Tiere freigeschaltet. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Mal eine kleine Übersicht. Warte, waren da noch mehr Sachen? Nö. Okay. Wer bist denn du? Hallo. Ich bin Penny. Ich beantworte deine Fragen zum Zoo, aber leider kann ich nur Englisch. Tja, diesen Satz habe ich als Antwort gelernt. Okay. Auch nicht schlecht. Bushaltestelle, Stufe 6. Kuriositätenshop. Ach du liebes bisschen. Tiere freigeschaltet. Sollen wir jetzt hier. Nö, warte, jetzt erstmal hier Questbelohnung holen. Führe Besucher. Ja, habe ich schon gemacht. Nein. Nö. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Möchte ich nicht. Alles klar. Oh, jetzt geht's los. Ein Eiscremestand, eine Mülltonne, ganz viel grünes Gedönsen, noch eine Mülltonne, Mülleimer, Mülltonne, alles klar. Und ein bisschen Grünkrams. Stuart. Endlich funktioniert unser Brunnen. Unsere Besucher werden Münzen hineinwerfen, damit sie wiederkommen. Aha. Okay. Information, Kapazität 3. Führe Besucher zum Brunnen. Hallo, junger Mann. Möchten Sie eventuell zum Brunnen? Ja, gucken Sie mal da. Da können Sie Ihre Taler reinwerfen. Ich hole mir die auch gar nicht raus. Okay, das heißt, wir müssten hier vielleicht auch mal sowas wie Wege platzieren. Oh, man zoomte mal so nah wieder ran, ja? So.
so viele Besucher. Zeigen wir Ihnen doch mal die besten Teile vom Zoo. Okay, jetzt muss ich nochmal hier so. Wo möchten Sie denn hin? Zu einer Bank. Hier, gucke da. Mhm. Ja, gut. Quest erledigt. Baue eine Eiscremebude. Jupp, machen wir. 30 Taler. Wo packen wir die hin? Wollen wir die gleich vielleicht hier so? Können wir noch eins rüber? So eins? So vielleicht? Nein? Schade. Warten Sie. Moment. Also, ach, Deko kann ich nicht hier. Okay. Ah, doch, geht. Gut. Wollen wir vielleicht den Eiscreme-Stand so ein bisschen... Guck mal, es ist doch vielleicht viel schöner, wenn die Blümchen so ein bisschen dahinter stehen, oder? Ich finde, gucke, sieht doch vielleicht gleich angenehmer aus. So, dann können wir nämlich unseren Eiscreme-Stand vielleicht hier so hinpacken. Ja, gucke, viel schöner. So, Aufgabe erledigt. Baue ein Gehege. Noch mehr? Ich habe doch gar keinen Platz mehr. Ich will die eigentlich gar nicht so dicht aneinander klatschen. Warten Sie mal, wir machen das mal hier hinten. So, haben wir auch. Tada! Neue Tiere sind immer spannend. Ja, stimmt, das Erdhörnchen haben wir noch gar nicht platziert gehabt, ne? Stimmt. Experimente. Naja gut, dann experimentieren wir mal rum. Wollen wir vielleicht mögliche Optionen. Ach so, wollen wir die hier nochmal machen? Dann würden wir ja vielleicht sehen, was als zweites rauskommen kann. Ja, abschließen gratis. Oh, ein Vogel. Ja. Wer bist denn du? Ein Kapibara. Ich kenne das. Oh Gott. Kann ich noch ein Gehege? Oh Gott, Level 4. Noch eine Eiscreme-Butze. Okay. Ja, wo packen wir denn den Kumpel hier hin? Ich glaube, kümmere dich ja vielleicht mal. Hallo? Das geht ein bisschen schwer. Muss ich das jetzt immer einzeln anklicken? Kann ich nicht einfach das ganze Gehege nehmen? Naja, warte, machen wir gleich. Verbessere deinen Zoobesitzerstatus und du hast Zugriff auf neue Gebäude und Verbesserungen. Alles klar. Status 1. Hey, was bist du? Ach, das sind die Statuspunkte, oder wie? Oh, Dekoration. Muschel der Freundschaft. Ja. Die Schönheit deines Zoos zählt. Baue Dekorationen, um mehr Belohnungen zu erhalten. Ja, gieße die Schale der Freundschaft oder bitte deine Freunde um Perlen, indem sie Dekorationen im Shop kaufen. Ah ja. Perlen. Was mache ich denn mit dem? Okay, was bist denn du hier? Zoobüro. Können wir einfach mal gießen hier vielleicht? Gießen. Aha. In 12 Stunden kriege ich dann so eine Perle daraus. Alles klar. Ja, jetzt wartet doch mal. Jetzt müssen wir doch erstmal hier diesen Kapibara. Ja, guck, so geht das besser. Können wir den vielleicht. Ja, ne? Ja. Sind das denn hier automatisch Wege? Na, warten Sie mal. Holen. Baue Kioske. Ja, Experiment. Ja, Infozentrum besuchen. Finden. Ja, habe ich. Hallo. Reicht das nicht schon? Ich möchte eigentlich keine Frage stellen. Fragen. Hallo. Ja, my name is Penny. I can answer your questions about Zookraft. How can I help you? Gar nicht. Tschüss. Gut, Quest erledigt.
baue Kioske. Jetzt bleib doch mal entspannt hier. Das ist ja stressig. Ich muss doch erstmal. Hier, Manni. Erstmal gucken wir jetzt in den Shop. Also, einen Souvenirstand können wir bauen. Dauert 5 Minuten. Popcorn-Tisch 2 Minuten. Können wir hier mal reingucken? Bank, Pointer. Was ist denn ein Pointer? Warte mal, vielleicht kann man den vielleicht auch so drehen. Ja, guck mal, ich glaube, so ist besser, oder? Ja. Tada! Kommen wir hier auch wieder rein? So. Heckensäule, Strauch, Akazie, Tulpen auf Baumstamm. Gibt es hier keine? Es gibt nur Sandwege und ab Level 10 gibt es Pflasterweg. Wie sieht denn ein Sand? Das wollte ich nicht. Hallo? Was war denn das jetzt für eine Logik? Ja, lassen wir das. Okay, baue Kioske. Gut, was haben wir hier noch? Was bist denn du? Gebäude, Tiere, Gehege, mein Lager? Ist das durch Zufall mein Lager? Hallo? Was können wir denn da machen? Was bist denn du? Aha. Okay. Ja, nö, das bräuchten wir ja nicht. Warte mal. Da müssen wir ja schon wieder neu forschen, nicht wahr? Was wollen wir denn mal miteinander kombinieren? Ich möchte gern... Diese Spezies ist nicht kompatibel. Aha. Okay, kannst also nicht alles mit allem kreuzen. Das ist gut. Berühmter Mini-Zoo verbessern. Ach so. Aha. Okay. Also können wir denn die neu gezüchteten gar nicht miteinander kombinieren oder wie oder was? So, aber hier können wir nochmal züchten. Abschließend gratis. Scheint so die erste Zeit gratis zu sein. Oh, bist denn du süß? Oh Gottchen. Gehege kaufen, aber sowas von. Hallo. Ach oh Gottchen, hier gucke. Ja. Können wir da noch mehr machen? Gewöhnlich. Ja, hallo. Können wir vielleicht noch so einen Igel haben? Wie ist denn das eigentlich, wenn wir jetzt ein zweites Tier von der gleichen Sorte haben? Experiment. Abschließen gratis. Hier, komm mal, ich will noch einen Igel haben. Umsiedeln. Ja, sehr gut. Guckst du, ist mein Igelchen nicht mehr alleine. Wie schön. Ach, das ist ja knuffig. Also ehrlich mal. So, Experiment, Labor, Tore zu Tieren. Ach so, hier gibt es dann nochmal, führe Besucher zu den Tieren, Dekoration, ja. Okay, das ist dann im Endeffekt für den Zooruf, was ich da machen muss. Und dann habe ich ja noch die normalen, richtig? Ich denke. Gut, Stufe 5. Jetzt gibt es Banner, alles klar. Uha. Okay. Mit zusätzlichen Parzellen kannst du das Gebiet deines Zoos vergrößern. Ja, diese Frage habe ich mir auch gerade gestellt. Ach Gott, das ist ein Schnapper. Darf ich trotzdem rauszoomen? So, was machen wir denn jetzt hier? Alter Verwalter. Das ist aber Wucher, oder? Also, so geht das ja aber nicht. So, warten Sie mal. Ehe hier wieder alle ausrasten. Nee, Stände. Wollen wir vielleicht einen Souvenirstand uns käuflich erwerben? Guck mal, der passt doch hier hervorragend neben die Igel. Ja. Wie kann ich das beschleunigen? Hier. Hau raus. Zack. Gut. Und der bringt uns alle 30 Minuten Taler. Und aufrüsten kann ich das auch noch verbessern. Mal
Okay, von Stufe 1 auf Stufe 2 erhöht sich der Profit von 30 auf 60. 10 Minuten, 500 Talerchen. Alles klar. Alles klar. Haben wir gemacht. Siedle, ja, haben wir auch gemacht. Aber, nö. Kann ich das auch, okay. Achso, öffnet sich jetzt nichts. Achso, ich soll noch mehr Kioske bauen. Touren zu den Tieren. Ja, okay. So, jetzt kümmern wir uns mal um unsere Besucher. Wo möchten Sie denn hin? Einmal hier bitte zum Souvenirstand. Ja, lassen Sie ruhig Ihr Geld bei uns. Kein Problem. Was ist denn bei dir los? Muschel der Freundschaft. Würdest du meinen Zoo besuchen und meine Schale der Freundschaft gießen? Zum Dank teile ich einige kostbare Perlen mit dir. Wer ist denn das? Kann es sein, dass ich das gemacht habe, bevor ich es machen sollte? Okay. Oh, so sieht das denn aus. Hallo. Oh, lauter Tintenfische. Okay. Hier gibt es wohl leckere Milchshakes. Ja, den hätte ich jetzt auch gern. Ach, du dickes Ei. Aha. Hallo. Okay. Hallo, hör das auf. Ah, hier. Hier gibt es auch Toiletten. Wie schön. Oh, ein Fahrradstand. Wie geil. Okay. Eine Donutbutze. Oh, hier. Bratäpfel. Also hier diese kandierten Äpfel, ja. Schön, aber ich finde, man sollte das vielleicht... Gibt es hier keine Zäune? Warten Sie mal. Können wir vielleicht mal hier in Dekorationen... Vielleicht rote Fahne? Öko-Eimer. Ah ja. Elite-Toilette. Wassermelonen-Picknick. Teich der Liebenden. Ui. Zäune und so gibt's gar nicht, oder wie? Aha. Hallo? Hier ist der Fahrradständer. Nett, nett. Hier gibt's nur Wege, alles klar. Hier gibt's nur Blumen. Ja, da müsste man vielleicht versuchen, ja, so mit so einer Hecke oder so, ja? Das Ganze so ein bisschen vielleicht... Na, ihr wisst Bescheid, oder? Weil, wie sieht denn das aus? Wisst ihr, also ich würde die schon ganz gerne so voneinander trennen wollen. Also, ja, weil, yeah. Ja. Können wir hier, warte, nö. Guck mal, das ist doch viel angenehmer, auch für die Tiere. Ich meine, wenn die schon von vorne begafft werden, finde ich das doch deutlich besser, oder? Könnte man hier noch so eine vielleicht... Eine Heckensäule oder ein Strauch? Ne, komm, wir machen mal so eine Säule da vorne. Ja. Guck, dann ist doch das Schild hier auch perfekt davor platziert. Ja, ich sehe das. Nein, eigentlich müsste die Säule denn woanders hin und das Schild dahin, ne? Ach, jetzt geht's los. Mensch, Leute, das ist wieder so ein Spiel, wo ich gern weiterspielen würde. Wenn ich ehrlich bin, finde ich gut. So, gucken Sie. Ist doch gar nicht verkehrt. Na, da könnte man hier hinten rum. Was ist denn das hier? Ach so. Nichts. Alles klar. Haben unsere Super... Ja, haben Sie. Sie möchten etwas Geld in unseren Wunschbrunnen versenken. Aber na, selbstverständlich. Ist doch kein Problem. Ah? Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, ihr Lieben, die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Ich würde eigentlich gern weitermachen, wenn ich ehrlich bin. Gefällt mir nämlich echt klasse, das Spiel. Weil es halt auch noch mal ein bisschen anders ist als Zoo 2, ne? Also es ist zwar auch mit viel Deko und so weiter. Aber hier kriege ich es gar nicht hin, ne? Aber ich finde doch ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen besser, nee, besser nicht, aber ihr wisst, wie ich das meine, glaube ich, oder? Ist doch sehr angenehm. Eine nette Sache.
So, warten Sie. Ach so, ich kann es nur so drehen. Ja, nee, das ist ja nicht so schön. Warten Sie, dann machen wir es so. Tada! Eiscreme für alle. Ja, gut. Ja, was Tweets verfassen? Warte, das müssen wir jetzt noch mal gucken. Ich muss gestehen, dass ich durch den sozialen Virus angesteckt wurde. War nur ein Witz. Folge mir einfach auf Twitter. Da habe ich den Weg von Twitter zurückgefunden. Ach du lieber Himmel. Also gut aufpassen. Warte, Eis. Hier, bitteschön. Ja, gefällt mir. Also mir gefällt das Spiel echt gut. Ist halt nochmal was ganz anderes. Ne, man kann sich seine Tierchen hier zünden. Das hört sich ja böse an. Zurechtzüchten. Ja, kann hier Zweier haben. Gucke, die Igelchen. Oh, können die jetzt ein Baby-Igel machen? Auf Stufe 11. Oh, wie süß. Ja, also da gäbe es ja noch einiges rauszufinden. Na, mal gucken. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, wie es euch gefällt. Habt ihr das schon mal gespielt? Könnt ihr irgendwas sagen? So von wegen, ist es auf lange Sicht gut oder ist nicht so gut oder? Ja, weil ich kann mich ja effektiv auch nur auf die Bewertungen verlassen. Oder was heißt verlassen? Ja, ich verlasse mich eigentlich selten auf die Bewertungen im Play Store oder im App Store. Weil ich finde, es hat ja jeder eh seinen eigenen Geschmack, ne? Ja, ihr Süßen. Ich finde es knuffig gemacht, echt süß. Und ja, schauen wir mal. Ich bedanke mich für diese Folge ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag. Und dann würde ich mich freuen, yeah, Manni, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis dahin. Macht's gut. Komm, wir sagen nochmal Tschüss zu den Igeln. Hallo. Tschüss.